Wo ist wo? Panik! Jetzt darf ich wieder entgegen, oder? Ich glaube, es ist schon eine halbe Impfung. Dorfina! Morgen, Jungs! Und Mädels. Wir spielen heute wieder SCP Containment Breach. Wie immer halt. Und zwar wollen wir jetzt nochmal die User Map probieren. Ich weiß nicht, haben wir jetzt davon ein Update bekommen? Du bist jetzt gar nicht geguckt. Von der User Map? Weil der das Event vergessen hat. Aber wir wollten ja eh den anderen Weg gehen. Jetzt sind wir letztes Mal links oder rechts gelaufen. Ja, gute Voraussetzung. Hey, spielen wir halt mal. Wir spielen einfach mal. Wenn, okay. wenn wir in den verpackten Raum kommen, dann drehen wir einfach um. Schauen wir mal. Okay, Load Map, Double Penetration. Ich glaube auch, ja. Die Map, die in Zusammenarbeit von Alex B. und der Gamer 36 entstand, für die, die es noch nicht wissen. Wir legen los. Und wir haben Zuschauerfragen, wenn du so nett wärst während der Ladezeit. Unsere erste und einzige Frage kommt vom Alex B. Und er fragt, wann kommt der nächste Livestream? Ja. Das ist eine gute Frage, weil wir schon geplant haben, einen neuen dieses Jahr noch Livestream einen zu machen. Und wir haben jetzt mittlerweile auch die 150 Abonnenten geknackt. Und da kann man das eigentlich schon mal wieder bringen, ne? Ja, ich würde mal sagen, wir peilen mal so grob das Wochenende um den 21. rum an. Und einen genauen Tag sagen wir dann noch rechtzeitig. Genau. Hätte ich mal so gesagt. Das ist eine gute Idee. Und was? Dann da hat einen ganzen Batzen hier an Fragen gestellt. Was würdet ihr auf jeden Fall an CB ändern wollen? An Containment Breach ändern wollen? Ändern wollen? Bugs. Die ganzen Bugs wegmachen. Die Ladezeiten verkürzen. Ja gut, aber die Ladezeiten sind ja, haben wir jetzt mal gesehen, sind in der Tat kürzer, aber die User Maps, die wir bekommen, sind ja so riesig. Wir haben ja jetzt mal noch eine Random Map gespielt und dann war die Ladezeit viel zu kurz, um Fragen zu beantworten. Falls du dich noch erinnerst. Was würdest du ändern? Ja, ich weiß nicht. Einfach mehr SCPs einbauen, aber... Das auch, ja. Es ist im Grunde schon ziemlich geil. Also es gibt jetzt nichts, was ich jetzt so unbedingt ändern wollen würde vom Konzept her. Die Atmosphäre müsste noch ein bisschen erdrückender sein, so finde ich. Aber das sind wir jetzt einfach gewohnt. Das finde ich mir so... Das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle, ja. Also, weil ich am Anfang fand ich es viel schlimmer. Ja. Ich weiß nicht, wir können ja irgendwas in so eine Retro-Folge drehen, wo dann Version 066 oder so spielen. Das ist mal die Idee eigentlich, oder? Retro-Folge. Ist doch geil. Ein halbes Jahr alt. Retro. Ich habe, glaube ich, Panos gebaut. So, jetzt passt. Ja, das sind noch weitere Fragen. Ich lese einfach mal vor. Ja. Wir haben ja hier das Intro gemacht. Ist Horror euer Lieblingsgenre? Für Gameplays ja. Ja, stimmt, weil mit Facecam lohnt sich Horror einfach am meisten, finde ich. Ja. Weil du halt die Reaktion siehst. Ja, aber das ist auch nicht jetzt sowas, was ich jetzt allein spielen würde. Weil es dafür eigentlich zu langweilig ist, sage ich jetzt mal so. Oder ich will es mir irgendwo die gemeinsamen Videos aufheben. Weil alleine spiele ich ansonsten andere Spiele. Das haben wir letzte Woche schon beantwortet. Und durchgekaut. Ist dann gleich los. Dann will er wissen, Philipp, heißt du wirklich Fearing? Jein. Also die Aussprache ist fast dieselbe. Aber Fearing ist eigentlich mein Spitzname, den ich mal von einem Klassenkollegen bekommen habe. Weil ich ihm das Spiel 4 First Encounter Assault Dragon ausgeliehen habe. Und deswegen hat er mich Fearing genannt. Und seitdem werde ich von meinen Freunden eigentlich so genannt. Und ich finde das cool. Das Beste. Ich heiße übrigens auch nicht Fred. Ich denke, das haben alle gedacht, oder? Sondern? Tja, das ist ein Geheimnis.
Wir haben noch zwei Fragen, ne, sogar drei. Ach, um diese Zeit. Was ist das Spiel eurer Kindheit? Oh, Mausball. Das Spiel eurer Kindheit. Huh. Pokémon, oder? Haben wir beide gezockt. Auf dem Gameboy. Ja. Oder. Ich glaube, das letzte Mal sind wir hier lang gelaufen, oder? Weil hier die Keycard war direkt. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Das ist die Mitte, ne? Ja, ich habe auch keine Keycard. Dann hole ich mir die Keycard und gehe jetzt rechts. Einfach. Sagen wir mal, Pokémon war das Spiel unserer Kindheit. Ja, war auf dem PC. Okay, ich habe früher eigentlich nicht so viel PC gezockt. Eher Konsole. Ja, Kindheit. Was ist das? Kindheit. Also. Super Mario. So mit 12, ne, das war später. So mit 14, glaube ich, habe ich Final Fantasy 10 gezockt auf der PS2. Und davor auf dem PC habe ich so Spiele wie Rollercoaster Tycoon. Oh ja, das habe ich auch gespielt. Ja, Alter. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja. Warum ist die Banane krumm? Nächste Frage. Weil die Affen im Urwaldsinn so krumm gebogen haben. Habt ihr vor, mit YouTube berühmt zu werden? Hm. Naja, also. Berühmt wäre ja blöd. Ich setze es jetzt nicht als mein Lebensziel, aber es wäre schon geil, wenn wir bekannter werden, auf jeden Fall. Also, ich hätte gerne mal so irgendwann um die 1000 Abonnenten. Das wäre schon. Das wäre schon geil, aber ich will jetzt nicht so groß rauskommen wie Gronkh oder so. Oder PewDiePie. So, das scheint schon mal ein anderer Weg zu sein, weil es hier wieder Keycards gibt. Aber ich nehme sie jetzt einfach mal alle mit. Was mich erstaunt hat, PewDiePie ist ja der... Oh, da gibt es keine mehr. Ist ja der Kanal mit den meisten Abonnenten überhaupt, ne? Echt? Ja. Wie viel hat der? Der hat 14 Millionen Abonnenten. Okay. Das ist krass vor so Sachen wie, keine Ahnung, so Stars und so Promis. Finde ich schon irgendwie krass. Der ist bestimmt rich, bitch. da. In dem Raum davor war keine Keycard. Schau mal, kann man das auch triggern. Navigator brauchen wir nur einen. Das waren halt viele Fragen, ne? Ja. Der Alex B. ist halt nur schwierig. Aber er schickt uns auch immer Maps. Müssen wir auch alle Fragen beantworten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schauen wir mal, ob der funktioniert. Aber das letzte Mal war der weiter weg, ne? Dann war das echt ein anderer Weg. Ich hau einfach mal alles rein. Bis auf die Batteries natürlich. Hast du gehört? Das Dude! War das ein langer, der immer von diesem Ding hier unterbrochen wurde? Oder hat es bei jedem Mal, wo ich ein Item aufgelegt habe, gemacht? Ich glaube, es war so, dass du es unterbrochen hast immer. Es hat sich so angehört, wie so ein... Boah. Kommt er eigentlich rein? Das ist unmöglich. Ja, der geht nicht. Oh nein. War das jetzt der, den wir es jetzt mal schon hatten? Oder was? Dann ist das noch die alte Map, ja. Ich meine, ob das derselbe Weg war, den wir das letzte Mal gelaufen sind. Bist du in der Mitte gegangen? Sicher? Nein, bist du jetzt in der Mitte gegangen? Schon, ne? Ach so. Du bist am Anfang im mittleren Weg, ja? Den mittleren am Anfang, hab die Keycard geholt, dann bin ich in den rechten gegangen. Ach so. Laufen wir jetzt in den mittleren einfach. Hat er eigentlich geschrieben, dass es mehrere so Konverter gibt? In jedem Weg gibt es einen, oder? Hat er gemeint? Ja. Dann müssen wir den anderen finden. Außer der ist auch falsch eingeschrieben. Wo kommen wir jetzt? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir sind. Jetzt meine Orientierungen sind doch nicht mehr so genital. Ja, und den Navigator kann ich auch nicht benutzen. Beziehungsweise wir können mal gucken, was er anzeigt. Nix Gescheites. Ja, aber da hat man es gesehen, dass wir uns gedreht haben. Das fand ich gut. Mach doch mal wieder aus.
Diebe doch nicht. Are you kidding me? Zur Frage, was wir ändern würden, das würde ich wieder rausnehmen. Das ist nee, ich finde es nicht schlecht, ja, aber es ist doch kein... Oh. Oh. Du erschrickst da ja nicht. Das ist einfach nur nervig. Ja, wenn es jetzt da ziemlich hintereinander kommt, aber ansonsten wird es noch nicht passiert, finde ich eigentlich. Also beim ersten Mal fand ich es echt cool, als es passiert ist. Wo wir gar nicht wussten, was jetzt überhaupt abging. Das ist Ansichtssache, also ich find es völlig... Nett auf jeden Fall. Ich find's nett. Unnötig. Sind die Features vom Spiel nicht so schlecht. So. Ist es noch weit? Das passt doch irgendwie nicht zum Spiel. Warum soll plötzlich sich die Orientierung ändern? Das hat ja nichts mit diesen SCPs zu tun, das ist einfach. Sind wir in Hogwarts oder was? Alter, okay, langsam erst echt. Aber hier waren wir dann nicht. Das ist eher so magisch irgendwie. Nicht so. Was? Schaut's. Ja, doch, waren wir da? Ja. An so zwei solchen Raum sind wir schon vorbei. Aber da waren wir nicht, weil da flatscht's gerade. Da wird gerade hingeschissen. Gut, da hatten wir da einfach noch keinen Navigator. In die andere Richtung, da waren wir, ne? Sackgasse. Eine Bag. Sack. Ein Bag Gas. Also was ist eine Gasse? Was heißt Winkelgasse auf Englisch? Tja. Ah, okay, den können wir nochmal probieren. Ist es derselbe? Ist es ein anderer? Ist schon mal funktioniert. So. Alles rein. Ja! Geil, Junge. Und noch so ein Ding. Den behalten wir als normal. Warte, für die 10, dann können wir uns hundertprozentig ein bisschen heilen. So. No Origami today. Passt schon. Jetzt müsstest du extra nochmal hingehen und auch die Kabel basteln. Nee, wir haben jetzt ein paar Mastercards zum Schmeißen, Batterien, so ein Zettel. Okay, aber wo gehen wir hin? In so eine strange Flasche. Gehen wir da hin, oder? Ja. Jetzt, wo wir schon mal hier sind und der Navigator funktioniert, nicht der Navigator, der Converter, wie du ihn nennst. SCP-914. Wenn der auf dem Weg schon mal funktioniert hat, dann laufen wir den jetzt auch. Sehen, wo er uns hinführt. Genau. Das habe ich fast gedacht, dass der das ist hier. Der Raum mit SCP-372. So. Also mal auf. Wollen wir mal nach links unten schauen? Links müsste man mal. Kommt bekannt vor. Zack, los. Diese S-Strecke. S-Strecke oder Trinkstrecke? Du stirbst. Nein. Niemals. So. Wieso kommt dir das bekannt vor? Ja, das zweimal. Ach, keine Ahnung. Hallo. So geht es nicht. Echt nicht? Ich kann so nicht arbeiten. Hallo. Soll ich ihn rauslocken? Oh ja. Beim nächsten Mal locke ich ihn raus, wenn er wieder da steht. Bist du so mutig? Das war jetzt vielleicht nicht ganz geschickt. Warum? Ja, du bist weiter gelaufen als die Tür, wenn er jetzt, sagen wir mal, sich genau vor die Tür gestellt hätte. Wobei du konntest links und rechts vorbei. Hätte Fahrradkette. Oh ja. Hat auch gepasst.
Ja, da ist er gerade gespawnt, hast du gesehen? Der ist von oben runtergefallen. Nee, hab's nicht gesehen, aber ist schon wieder so ein Shit drauf. Kannst du dir dann im Video dann nochmal angucken. Wieso ist hier nicht? Ah, vor der Tür, glaube ich. Ich glaube, der war vor der anderen Tür. Wahrscheinlich, ja. Leiser. Der Dreckspatz. Mit seinem Kot in der Kerbe. Da haben wir ziemlich scheiße gelabert letztes Mal. So, was in dem einen Kommentar stand, dass es... Was geht hier ab? Kot ist, was da in seiner Ritze ist. Was ist denn das hier für ein Torbogen? Was geht denn ab? Check ich nicht. So. Pocket an Menschen. Dass wir da nicht mehr rauskommen. Deswegen. Ja. Wieso bist du da reingegangen? Jetzt sehen wir diese Kacke. Ich wollte mir das Ding da angucken. Also war hier quasi alles für den Arsch hier. Ah, jo. Aber ich glaube, jetzt ist er weg, ne? Jo. Nein. Hey, was? Der ist noch drin. Ein Spacko. Guck ihn aus. Knackidi Knack. Nix da. Wieso bauen wir uns eigentlich mal keine Map? Zu aufwendig. Oder? Mach halt mal. Ja, auch keine Lust. Aber wenn wir sie selber bauen, dann... Dann können wir eigentlich ein Video draus machen. Wie wir sie bauen. Höchstens für euch. Aber für uns selber macht es ja wenig Sinn, weil wir dann die Map kennen. Ja, aber wir können ein bisschen rumexperimentieren. So. Das haben wir ja beim ersten Map Creator Video gemacht. Ich möchte zum Beispiel wieder, dass dieser Nine-Tailed-Fox-Typ das einfängt, dass er das einfängt. Ja, wenn der das einfängt und wir den 106er noch außerdem containen, dann haben wir einen, dann ist das Spiel eigentlich langweilig, weil nichts mehr passiert. So, jetzt waren wir da, jetzt gehen wir mal links. Wow. Innerlich leicht erschrocken. Nur ganz bisschen. Oh, und dann schon wieder. So. Ah ja. Shit. Kann ich wieder woanders. Oh, oh ja, Schloch. Klar. Dreckige Kotspalte. Die hat sich echt eingeschissen. Aber dann stimmt es ja, was ich immer gesagt habe. Das sieht nicht nur so aus, ob er sich eingeschissen hat. Der hat sich wirklich eingeschissen. Oder warum ist er Kot? Vielleicht ist er auch Kot von seinen Opfern, weil es heißt ja, wenn du stirbst, dann verlierst du die Kontrolle über sämtliche Muskeln. Ach so. Also auch dem Schließmuskeln. Das heißt, seine Opfer, die scheißen sich dann ein und vielleicht setzt er sich dann im Leerloch einfach in die Scheiße dann. Deswegen den Arsch voll Scheiße. Ah, wir kommen hier in eine andere Zone. Das ist es, was er eigentlich macht, wenn man diese Schleifgeräusche hört. Ja. Er reimt sich damit ein. So, da kommen wir rein. Hast du Rücken? Ja, ich habe hinter uns zugemacht. Da kann gar nichts passieren. Ich frage mich, was da ist auf dem anderen Weg, der parallel. Bestimmt auch so eine Schleuse. Der Kotnascher. What the fuck, Junge? Etwas schleifen, würde ich schon sagen. Da kommen wir nicht vorbei, wenn er da steht, oder? Arschloch. Arschloch. So. Plan B. Wir locken ihn in den anderen, in die andere Zone. Ist das die Idee? Ja. Ah, der ist so dumm. Fällt voll drauf rein. Na, der kann die aufmachen. Glaube ich.
Jetzt ist er zumindest nicht mehr hier und versperrt uns den Weg. Ach, von da kommt er. Oh, da ist da noch einer. Es regnet ganz schön draußen. Los, es regnet. So, sind wir jetzt da? Ja, dafür läuft diese Parallele. Aber von da kann er jetzt kommen, wenn er schlau ist. Ah, da ist auch so eine Schleuse, okay. Aber ich schaue mir trotzdem an, was davor war. Wenn ich das wissen möchte. Wir möchten ja nichts verpassen. Gibt es ein klauendes SCP? Ein klauendes? Ja. Könnte man reinbauen, dass einer uns die Karten klaut. Das wäre böse. Weil ich dachte gerade, jetzt geht er zurück in die andere Zone. Was machen wir? Verlieren, aber ich habe gedacht, wie sollen wir die Karten verlieren? Aber das wäre eine Idee fürs Spiel, so ein klauendes SCP. Stimmt, so in der Art von SCP 372, ne? Was halt übel schnell ist. Hm. Oder ist das so ein Affe oder so? Ja. Vielleicht gibt es ja auch, ja, wie viele gibt es denn? 2000 oder? 5000? Ja. Alex B. hat es gefragt. Ich glaube so an die 2000. Da kann der Schwarze kommen. Oh. Hat er seinen 360 gemacht? Ja. Wir machen ein bisschen dann auf Michael Jackson, oder? Wow. Der stand so nah, da bin ich erschrocken, ey. What the fuck is going on? Memory Access Violation. Bitch, Leute. Nein. Geil. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann. Ich bin keine E-Snaps mehr. Kam es nicht auch schon so bei normalen Snaps? Ich glaube, während dem Spiel nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Wie am Anfang beim Spiel starten. Oder ich weiß nicht. Es hieß ja, einer hat geschrieben, dass die, dass es an diesem Raum liegt mit dem Fahrstuhl, wo in der Mitte dieser Aufzug ist, den wir das letzte Mal entdeckt haben. Erinnerst du dich? War das nicht auch Alex B? Weiß nicht. Irgendwer hat das auf jeden Fall geschrieben, dass es damit zusammenhängt und dass dafür eine Lösung gibt. Aber was ist die Lösung? Spiel löschen. Windows neu installieren. Naja, gut. Ja, dann hätte ich gesagt, gibt's beim nächsten Mal erstmal wieder eine Random Map. Und dann sehen wir, wie es weitergeht. Mit Livestream, würde ich mal sagen. Das kommt dann, ja. In 2 Wochen. Ja. Richtig. Na gut, dann verbleiben wir mal so. Mit freundlichen Grüßen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.